Jetzt hören Sie eine Sonate für Klavier und Cello von Ludwig van Beethoven.
Inter lacrimas et luctum, unter Tränen und Trauer, schrieb Beethoven auf die erste Ausgabe dieses Werkes für seinen Freund, den Cellisten von Gleichenstein, und bezog sich vermutlich damals auf die Besatzung Wiens durch französische Truppen. Beethoven vor 190 Jahren in Wien verstorben, ihm war es nicht vergönnt, ein friedliches, ein geeintes, ein Europa der gleichen Kräfte zu erleben. Ein wesentlicher Bestandteil dieses europäischen Friedens ist aber sicher zweifellos, abgesehen von der Demokratie, der soziale Friede. Diesen im Sinne einer gerechten Gemeinschaft zu bewahren, der Gerechtigkeit zu ihrem Ziel, zu ihrem Sieg zu verhelfen, das ist zweifellos eine der vornehmsten Aufgaben und eine der wichtigsten der österreichischen Volksanwaltschaft.